Ein frohes neues Jahr wünschen wir und wir starten wieder zu Am Rande der Bande, dem Videoblog der Westdeutschen Zeitung zu den Krefeld-Pinguinen und heute wieder gesponsert von der Physiotherapie Simon Brüggemann. Und mit guten Vorsätzen starten auch die Pinguine und sie haben schon mal ihre Wünsche, sagen wir mal, in Erfüllung bringen können. Denn wir haben ein 6 Punkte verlängertes Wochenende, denn am Montag haben wir in Köln mit 3:1 gewonnen, wo die Ehrlich Brothers vorher hoffentlich ein bisschen Magic in der Arena gelassen haben, die am Sonntag da waren. Denn da konnten sich in die Torschützenliste Jeremy Welsh, Laurin Braun und Jacob Legasse eintragen. Am Freitag gewannen wir sogar zu Hause gegen Schwenningen mit 3:0 und da konnte nämlich hier Jussi Rinnes einen schönen Zauber-Shutout hinsetzen. Wir haben da wieder Brugisser, Costello und Bessi. Viele Leute tragen sich in die Torschützenliste ein. Das ist auch wieder ein gutes Zeichen, dass die Tore nicht nur aus einer Hand kommen, sondern die Punkte verteilt werden in der Mannschaft. Und was die Jungs Jacob Legasse und Laurin Braun zu sagen haben, das hören wir jetzt. Laurin Braun bei mir und er auch. Genauso wie Jacob Legasse gegen Köln getroffen. Erzähl mal was über das legendäre Tor. Im Endeffekt wollte ich passen, wollte freundlich sein, dem Schimmi einen auflegen. Und ja, Glück des Tüchtigen. Der Gegenspieler hat den perfekt abgefälscht, du Top Shelf. Und dann habe ich mich bedankt dafür. Top Cheese ist einfach perfekt, oder? Da kann man nichts machen, ist einfach so. Aber egal, Hauptsache die Scheibe ist drin. Und ich habe schon gerade gesagt, Nürnberg wird kein einfacher Gegner. Aber sagen wir mal so, im Moment die Verfassung der Mannschaft mental, sagt er, ist auf jeden Fall stark und top. Wie siehst du das Ganze? Definitiv genauso. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir mehr zusammenrücken mussten, da halt wirklich viele ausverletzt waren. Und auch mit Bessi nochmal einer, der rausfällt. Und ich glaube, das schweißt die Mannschaft mehr zusammen. Und dadurch ist halt einfach, ja, dieser Wille, die sind das nochmal stärker. Und momentan wirklich machen wir einen guten Job. Und ich hoffe, dass es am Freitag weiter so geht. Und dann kann man wirklich von Spiel zu Spiel gucken, wie sie entwickelt. Stimmt, ist ja das Wichtigste. Und vor allem jetzt, wenn man sieht, wenn man natürlich, also man hat keinen neuen Trainer, man hat aber den Co-Trainer zum Trainer gemacht. Was für einen Impact hatte das auf das Team, meinst du? Hat das viel bewirkt? Was heißt viel bewirkt? Ich glaube, Pierre macht halt, geht nochmal viel die Grundlagen durch mit uns und auch viel mit dem System. Und er versucht halt so viel es geht darauf hinzuweisen, dass wir wirklich strikt spielen sollen, auch kontrolliert spielen sollen, weil wir doch manchmal Spiele hatten, wo wir wirklich vogelwild waren. Und das kostet uns dann Spiele und deswegen haben wir das alles nochmal ein bisschen besprochen, ein bisschen mehr strukturiert. Und bis jetzt, ja, fruchtet's. Und wir hoffen halt nur, dass es aber auch weiter so fruchtet, dass wenn auch die Spieler zurückkommen, dass es weiterhin so flüssig bleibt und weiterhin so gute Spiele abliefern können. Letzte Frage, dann kannst du zum Krafttraining, weil du hast ein bisschen nötig, glaube ich, gell? Nein, Quatsch. Zu deinem Bruder. Gibt es eigentlich Neuigkeiten? Man hört, man munkelt, aber du wirst natürlich nicht alles sagen, aber kannst du die Karre in die richtige Richtung drehen für uns? Was munkelt man denn? Ja, dass er unterwegs ist vielleicht nächste Saison. Also ich würde mich freuen, wenn es so wäre, definitiv. Aber wie gesagt, mein Bruder hat noch ein paar Jahre Vertrag da. Dann müsste, glaube ich, schon viel passieren, dass er hierher kommt. Aber natürlich würde ich es mir wünschen. Es wäre schön, wenn es so wäre. Und ja, von mir aus, ich habe ein Zimmer frei, kann er gerne kommen. Ich würde es euch gönnen. Hör mal, hau rein, ich wünsche euch ein gutes Wochenende. Danke, ciao, ciao. Jacob Legasse bei mir und er hat getroffen gegen Köln. Erstmal vielen Dank, thanks for having you. Yeah, tell us something about the game, a few words. It was an exciting game, you know. I think we came out strong as a group and we were able to get the win, so it was a good feeling. Sagt ein gutes Spiel im Allgemeinen. Die kamen auf jeden Fall stark raus und haben gesagt, ja, das ist ein gutes Gefühl nach dem Spiel. The next games are coming up. And Nürnberg is a pretty, pretty intensive team, and I think that it's not going to be easy. And it's the next team over you guys. What do you expect of that game? Nürnberg ist ein Team, was direkt über Krefeld steht, sicherlich kein einfacher Gegner. Was erwarten die Jungs? We've played them twice already and they do have a good team. But if we keep playing the way we have in the last two games, I think we give ourselves a chance to go out there and get some points. And like you said, they're the next team in front of us, so we need to make sure we're mentally prepared for that. Zweimal gegen die schon gespielt, sagt er, und natürlich muss man genauso weitermachen wie in den letzten Spielen. Last question is, any changes right now for you guys tactically or something that happened before those two wins? Sind da irgendwelche Wechsel passiert, die jetzt, sage ich mal, taktisch oder so weiter eben den Sieger vorgebracht haben bei den letzten Spielen? I think it's more the mental aspect of the game where we're just kind of letting go of the situation, the outside distraction, and trying to enjoy being together at the rink every day and taking every game as a challenge and something we enjoy doing. So I think that's where the big change has been. So you guys go from game to game and kind of like a positive start of a new year, right? Yeah, try to build and stay positive, take it one game at a time and enjoy it.
kurz gesagt, positive Stimmung ins neue Jahr, von Spiel zu Spiel gehen und einfach das mental, die mentale Stärke mitzunehmen in die Zukunft. Thank you very much. Good luck. Dankeschön. And see you next time. Good. Thanks. Wie bereits angesprochen, hoffen wir, dass die positive Energie mitgenommen werden kann. Und zwar direkt am Freitag um 19.30 Uhr gegen die Thomas Sabo Ice Tigers. Ein direkter Gegner, der zwar zweimal verloren hat. Einmal 5-1 gegen Bremerhaven und einmal 1-3 gegen Ingolstadt. Jedoch ist das sehr wichtig, weil auf dem Kampf um die Plätze oben sind das wichtige Punkte, die man mitnehmen muss. Dankeschön, jawohl. Am Sonntag sind wir dann 16.30 Uhr gegen Iserlohn, die natürlich zum Schluss wieder im Moment den Schalter umlegen. Es wird ganz, ganz spannend. Und der Schimmi hilft mir auch schon dabei, dass man da nochmal nicht die Zügel aus der Hand gibt und dann nochmal zum Schluss, auch wenn man führt, das Ganze zumachen kann. Also das wird ein richtig spannendes Wochenende. Wir hoffen auf Punkte, wir hoffen auf ein Heimspiel mit vielen, vielen Fans und dass das neue Jahr genauso weitergeht. Wir sagen bis dann. Servus.